Auf jeden Fall muss man sich bewerben und durch ein Eintages-Assessment gehen. Dann macht man ein Auswahlverfahren mit und wird dann eingeladen. Und man kann eine Ausbildung machen, die dauert ca. 2 Monate. Davon haben wir 6 Wochen Theorie. Der Rest ist Praxis. Auf verschiedenen Flugzeugtypen wird man eingeschult. Nachdem gibt es dann noch einen Checkflug quasi auf jeden Flugzeugtyp und danach kann man alleine fliegen. Dann ist man ausgebildete Flugbegleiterin. Voraussetzung als Flugbegleiterin besteht darin, dass man gute Englischkenntnisse haben muss, sehr gerne mit Menschen umgeht, gute Kommunikationsfähigkeiten. Dann muss man auf jeden Fall Begeisterung fürs Fliegen mitbringen. Ja, vielleicht auch Reisebereitschaft, dass man natürlich immer unterwegs ist oder viel unterwegs ist. Mein Beruf gefällt mir am meisten, dass wir viel mit verschiedenen Menschen zu tun haben. Immer wieder, jeder Tag ist ein neuer Tag, es sind immer wieder neue Erfahrungen. Die Mischung aus der Faszination von Flugzeugen und der Umgang mit Menschen. Reisen war immer mein Leben und ich habe eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Einfach mal nachschauen, auch im Internet, wie man Flugbegleiterin werden kann. Auf jeden Fall bei mehreren Fluglinien bewerben und auf jeden Fall weitermachen.